So, Freunde, willkommen zurück bei Gries hier auf meinem Kanal. Es geht weiter mit diesem echt schönen Adventure-Spiel hier. Wir waren jetzt hier beim letzten Mal in diesem roten ja, Gebäude ist es ja nicht, aber sagen wir mal in diesem ja, Berg, was auch immer. Also spielen wir noch mega geflasht. Die erste Folge ist direkt hier davor gewesen. Also ich habe keine Pause gemacht, weil ich will unbedingt wissen, ob das jetzt weiterhin so anhält oder ob es vielleicht irgendwann doch zu langweilig wird oder sowas. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es hat richtig gute Ansätze, ich finde. Genau, hier konnten wir uns jetzt zum Klotz machen. Ich bin mal gespannt, was es noch so gibt. Ob wir irgendwie vielleicht mit unserem Mantel da fliegen können oder so. Ui. Und diese Punkte verlieren wir auch nicht, gell? Kann man hier, kann ich hoch? Hier geht's nicht weiter, okay. Das hier. Mega. Das ist so gut gemacht. Was ist denn hier hinten? Springen wir alle hier rüber? Ah, guck hier. Also sind das Speicherpunkte? Weil da unten war ja erst eins gewesen. Oder sind das irgendwelche Secrets, die ich finde? Ich weiß es noch nicht so genau. Und die, die ich immer kaputt mache, macht das auch irgendwie einen Sinn oder ist das einfach nur so? Ah, jetzt sind wir wieder hier an so einem Teil. Das hier muss ich zusammenbringen. Ja. Das bringt noch nichts. Kann ich die gleichzeitig? Nee, auch nicht, gell? Das denn beidseitig darunter? Komme ich noch nicht hoch? Okay, hier komme ich noch nicht zurück, also muss hier irgendwas gehen. Okay, krass, ich check's nicht. Ich kann da sonst doch gar nichts anderes machen, oder? Nee, hier geht nichts.
verstehe es nicht. Da hoch kommen wir nicht. Und zurück kommen wir auch nicht. Nee, zurück geht's definitiv nicht. Verwirrung. Das ist doch aber... Oh! Gehen doch beide. Toll. Okay, jetzt kommen wir da hoch. Oh, springt nicht. Wo gerade wie ich am besten halt hochspringe. Da oben ist eins. Ich weiß, ob ich da rechts rüber kann. Also was das hier bringt. Okay, hier kommt man raus. Was holt man sich hier? Komm ich nicht hin? Kollegen hier. Was kann der jetzt? Was macht er? Ah. Mega. Perfekt. Konnte ich jetzt hier weiter? Ging das? Nee, ich glaube nicht, gell? Nee. Wir müssen wieder runter. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal auf die andere Seite. Gucken, ob da auch... Gibt es bestimmt auch welche. Ich geh erstmal ganz hoch. Okay, hier können wir nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Aha, hier geht's aber was. Ah, verstehe. Jetzt kommen wir hier wieder hoch. Ich dachte schon nicht, dass er jetzt vorbeifliegt oder so. Oh nein! Ich habe trotzdem noch nichts.
Ah, krass. Ich kann das so steuern, okay. Aber als erstes machen wir uns hier dieses Glühwürmchen. Ja, ich muss zur richtigen Zeit. Das kann ich auch hier machen, oder? Rechtzeitig da oben sein. Jawohl, und ich glaube, das ist ein neuer Save Point. Sehr schön. So gut gemacht. Ich kann es nur mir wieder sagen. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier weiter hoch. Oh. Natürlich jump ich an allen Dingern vorbei. Nochmal. Eine Geduld. Sehr schön. Gut, dass wir uns die erst eingesammelt haben. Kann ich hier nach links laufen? Kann ich rausfallen? Nee. Das ist so ein riesen Windrad. Okay, wie kriegen wir das denn da runter? Hier außen was? Ja, hier geht was. Ah, ich muss von weiter oben springen, okay. Das ist klar, das verstehe ich. Können wir hochlaufen? Ah. Zack. Nein, es reicht nicht. Es reicht tatsächlich nicht. Das gibt's doch nicht. Kommen wir noch ein Stück weiter. Bringt aber gar nichts. Okay. Hier kommen wir hoch. Versuchen wir auf der anderen Seite rüber, weil es... Ah, wir kommen noch höher. Aha. Richtig, richtig geil. Hier geht's rechts weiter, guck mal. Hoch. Kann ich nichts machen? Nichts kaputt machen? Aha.
Geil. Jetzt sind wir in der grünen Phase. Könnt ihr versuchen, die Folgen so farbenmäßig zu trennen, aber das ist, glaube ich, zu krass von der Länge her. Und wir waren jetzt, gut, fast 50 Minuten hätte ich gebraucht, um von Rot auf Grün umzuschwenken irgendwie. Aber das hätte ich voll vorher wissen müssen, dass das hier so, okay, jetzt nicht weiter, dass das so farblich ein Kapitel unterteilt ist. Aber es macht ja nichts. Kriege ich was Neues, oder? Ah. Das sind doch Sterne sozusagen, die ich einsammle. Ich habe nichts Neues bekommen. Aber hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Ich weiß aber jetzt nicht, hätte ich unten lang gehen sollen? Aber das sieht eigentlich schon recht gut hier aus, irgendwo ich lang laufe. Ich denke mal, dass da vorne vielleicht nur ein Speicherpoint war oder so, aber... Oh. Also ist die Frage auch übrig, ob ich nochmal zurücklaufe oder nicht. Mach ich hier? Springen? Oh, wie gut das aussieht einfach. Wie geil diese Pilze aussehen, wie Häuschen. Okay, hier geht's nicht weiter. So cool, ey. Ich kann immer irgendeine Sache kaputt machen, nur ich weiß nicht, was es bringt. Thank you.
Ich jetzt platt gemacht? Nee, oder? Kann ich nicht wirklich was machen? Ist das vielleicht oben? Komm ich gar nicht hin. Okay, warte mal. Hier unten gibt es, glaube ich, nichts, ne? Nee. Sehr cool. Also ich feiere das schon sehr, muss ich schon sagen. Das ist so ein richtig schönes Jump'n'Run, so wie es früher, keine Ahnung. Oh. Lass mal hier hinten gucken. Wenn früher, wenn man sich überlegt, so auf den Konsolen und so, Nintendo und was weiß ich alles, was man da hatte, war ja auch nicht mehr drin als einfach nur Jump'n'Run, ne? Hier hinten was? So ein Speicherplatz-Ding? Wieso kann ich, wieso, hier geht was. Jetzt bin ich oben nicht rechts gelaufen. Jetzt ist bestimmt... Ah, geil wäre gewesen, wenn es jetzt nochmal runterfällt. Ich oben nicht rechts glauben, aber ich. Was ist mit dem? War bestimmt nur so ein Speicherpunkt oder sowas. Kann ich hier hoch? Auch cooler Typ da unten. Ihm die Äpfel irgendwie geben? Macht das... Bringt mir das was? Leicht, gell? Ist noch ein Apfel? Ah, das war im Prinzip das Rätsel, dass ich ihm den Äpfel gebe, dass er mir weiterhilft. Ah. Was machen wir jetzt hier? Ah, warte mal. Kann das also auch? Ah. Guck mal hier. Ich brauch den. Ja, das ist ja richtig geil. Macht's gleich wie ich, deswegen
muss man den so ein bisschen, ist wie so ein Doppelgänger, der dann auch springt, wenn eine, wenn wir selber springen, und dementsprechend müssen wir halt uns halt dann da durchkämpfen, beziehungsweise seine Möglichkeiten nutzen. Schon cool aus, der Typ. Jetzt ist er wieder hier unten. Und jetzt wieder an so einer Stelle? Nee, hier können wir laufen. Aber warte mal. Hier kommt nicht weiter. So. Da oben ist auch ein Apfel. Ist er da oben? Kann das auch? Okay, warte mal. Okay. Der ist jetzt da oben. Das heißt, der kann uns hier irgendwie helfen. Und ich kann hier runter, okay. Oje. Ist schon ganz schön kaputt. Der ist jetzt weg, ne? Wir gehen ohne ihn weiter. Sehr cool. Das ist jetzt sozusagen der Abschnitt. Ah, hier brauche ich... Ah, das gibt wieder bestimmt... wieder bestimmt irgendwie eine neue Fähigkeit oder sowas. Okay, wo gibt's hier diese Kugeln? Gar nichts. Wo soll ich denn jetzt? Okay, hier geht's hoch. Wo soll ich denn jetzt diese zwei Kugeln hernehmen? Mal hier oben. Okay, hier müssen wir Sicherheit rüber irgendwie. Ja. Wie schnell gehen die weg? Oh, jo, komm. Ey! Eben ging's gar nicht. Jetzt gehen sie ruckzuck. Ach, das
jedes Mal, wenn ich springe, oder was? Ja, Tatsache. Jetzt mal, wenn ich springe, kommen und gehen die. Mal so. Mal so. Oh nein! Achso, ich dachte, ich bin jetzt wieder komplett runtergefallen. Also, wie kriege ich den denn? Nochmal eins zurück? Vielleicht ist es der falsche Weg, warte mal. Ja, hier. Sehr schön. Gehen wir mal hier zurück. Und haben einen Speicherpunkt. Ich hoffe, es ist so. Ziemlich perfekt, denn unsere Zeit ist um. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da haut was in die Kommentare. Ich finde es sehr schön, wie gesagt. Also das mit den Farben, das alles drum dran. Auch diese Rätsel sind sehr gut gemacht. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, Abo da lassen, Glocke aktivieren, ihr kennt das ja. Ansonsten würde ich euch empfehlen, beim nächsten Mal wieder reinzuschauen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn wir zusammen weiterspielen. In dem Sinne, macht's gut. Zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.